Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Es regnet und damit ist das Wetter hier nicht schöner als das Wetter, das gerade auch im Real Life draußen herrscht, weswegen es sich ganz toll anbietet, ein bisschen aufzunehmen. Und das ist bei mir schon wieder 2 Wochen her, deswegen muss ich mich erst ein bisschen orientieren. Oh, unser Hund steht vor der Tür. Den habe ich zuletzt vermisst, als wir ins Gasthaus gegangen sind. Also nach der Aufnahme eigentlich. Euer Hund, alles gut? Komm, komm mit. Komm, unten kriegst du noch eine Wurst, wenn ich noch was im Inventar habe. Komm her. Yogi, komm her. Schön bei Fuß. Oder lauf einfach rum, wie du willst. Ist auch okay. Sieh mal, was ich für dich habe. So, mal schauen, ob wir noch was haben. Warum sehe ich den schon wieder so verprügelt aus? Was war denn zuletzt wieder los? Ich weiß es gar nicht. Ist auf den Tag genau 2 Wochen her, dass ich zuletzt gespielt habe. Räucherwurst oder Salami? Was hält sich länger? Haltbarkeit 5 Tage und hier 5 Tage, ist egal. Dann kriegt er jetzt erstmal die Räucherwurst. So, sowas Feines. So, wir sind in Sasau und wir sind auf der Suche nach Vorräten für Pribislavitz. Das weiß ich noch. Und wir waren beim Vogt schon wegen Getreide des Nachts und müssen aber noch zum Metzger, um nach Vieh zu fragen. Ich habe leider die Preise überhaupt nicht mehr im Kopf, die wir bisher so zusammen hatten. Aber ich weiß noch, dass die Kohle auf jeden Fall bisher bei Rotschopfs Freunden am günstigsten war. Und was das Vieh angeht, gab es in Ratai jemanden, der uns Vieh verkaufen wollte. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welcher war welcher. Denn einer von beiden hat gesagt, er hat nur altes Vieh. Ich meine, das wäre der in Ledetschko gewesen. Der hat, glaube ich, einen besseren Preis gemacht, hat dafür aber nur irgendwie altes, so Ausschussware. Tiere, die sonst keiner haben möchte. Altes und schwaches und mageres Vieh oder so. Deswegen glaube ich, dass ich das aus Ratai holen wollte, wenn ich welches überhaupt brauche. Jetzt sprechen wir erstmal mit dem Metzger hier. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Na, schauen wir mal. Ich muss Vieh für Pribislavitz auftreiben. Kannst du mir helfen? Gewiss doch. Wie ergeht es den Menschen dort? Oh, sie kommen zurecht. Sie haben einen ganz tollen Vogt. Das freut mich sehr. Ein Freund von mir lebt dort. Jona, kennst du ihn? Nee, bisher noch nicht, glaube ich. Ich kenne noch nicht jeden. Er ist sehr geschickt mit allerhand Sachen. Körbe kann er gut flechten. Mann, ach, das ist aber schön. Mir immer noch nichts. Egal, ist auch nicht so wichtig. Ist bestimmt alles nicht leicht. Dafür aber sicher umso aufregender. Ich habe selbst schon darüber nachgedacht, dorthin zu gehen, weißt du? Aber mein Platz ist hier. Tja, weswegen bist du nochmal hier? Jemand muss unser Dorf mit Vieh versorgen. Ah, richtig. Hast du jemanden, der es ins Dorf bringt? Ein Händler wird das Vieh ins Dorf schaffen. Gut, er soll zu mir kommen. Das wäre der Preis. Ich weiß, ist nicht gerade billig, aber dafür habt ihr dann zartes Fleisch, das sogar eines Bischofs würdig wäre. Oh. 50? Was? 50 ist doch nix, oder? Was waren die Preise der anderen? War nicht der eine sogar bei 80 oder so? Ich meine, der aus Ratai war bei 80 und der andere, genau, in Ledetschko war, glaube ich, sogar nur 30 oder so. Und hat aber dafür eben dann gesagt, dass es nicht die besten Tiere wären. So, und er schwärmt jetzt hier von ganz tollem Fleisch, das eines Bischofs würdig wäre, für 50? Das ist ja nicht schlecht. Ich hatte, glaube ich, mich auch entschieden, wenn ich Getreide hole, auch das Getreide aus Sasau zu holen. Bis jetzt. Wir haben aber noch Samopesch vor uns, wo wir nochmal fragen können. Ich meine aber, in Sasau wäre auch das Getreide bisher am günstigsten gewesen. Leider weiß ich den Preis jetzt nicht mehr, was ein bisschen blöd ist, wenn ich nach Samopesch gehe und gar nicht mehr weiß, was ich zum Vergleich habe. Aber das ist mein Problem. Okay, jetzt wissen wir das erstmal. Nein, das ist zu teuer. Billig ist's nicht, ja. Aber für weniger kann ich dir solch gutes Vieh nicht geben. Sonst ruiniere ich mich. Dann muss ich zusehen, dass ich anderswo fündig werde. Dein gutes Recht. Alles klar. Lebe wohl. Okay, das wäre das. Dann haben wir hier nach Getreide und Vieh gefragt. In Sasau. Und wir haben natürlich hier noch einiges zu tun in Richtung Hauptquest. Gerade auch mit Ulrich und so weiter. Das würde ich aber gerne gerade mal ignorieren.
Denn wir müssen ja eigentlich so schnell wie möglich wieder zurück in unser Dorf und da wieder ein bisschen Geld in die Truhe legen. Keine Ahnung, woher ich das nehmen soll. Aber ich muss halt zusehen, dass ich irgendwie Gebäude baue, um ein bisschen Gewinn zu erwirtschaften oder zumindest nicht mehr ganz so viel Verlust zu machen jeden Tag. Das wäre so mein nächstes Ziel, damit ich mich dann irgendwann wieder in Ruhe auf die Reise begeben kann und andere Dinge machen kann. Aber erstmal muss ich halt zusehen, dass ich nicht jeden Tag unheimlich viel Geld verliere. Was ich aber hier in Sasau gerne noch machen würde, wäre jetzt mal schnell kurz bei dem Sebastian vom Berg vorbeizuschauen. Denn das ist ja der Nächste, der uns sagen kann, wo sich hier Kumanen und Briganten und Banditen und was weiß ich was herumtreiben. Ich glaube, um Briganten ging es diesmal in der Umgebung von Sasau. Und dann wissen wir nämlich schon mal, wo das nächste Lager ist, das wir überrennen sollen. Also so wie wir es mit den Banditen um Ratai gemacht haben und mit den Kumanen bei Tallenberg. So gibt es hier in Sasau wohl Briganten, die Probleme machen. Und da soll uns dieser Sebastian vom Berg hier, der Kustos des Klosters, soll uns Bescheid sagen können, wo wir die denn finden, beziehungsweise wo die Probleme machen. Und der sollte eigentlich hier sein. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich mir zumindest noch mal schnell das Gesicht waschen kann. Man muss ja ordentlich aussehen, wenn man mit den Leuten spricht. So, schauen wir mal, ob der da ist. Hallo, guten Tag. Tolle Wache, ich kann hier einfach reinstürmen, wie ich möchte. War der die Treppe hoch? Hallo? Ach, sag bloß, der pennt. Nee, das ist ein Wächter. Hallo, Herr Kustos. Hier, der da. Der. Beste Grüße. Greetings, my friend. Hauptmann Robert schickt mich. Und was könnte der Hauptmann mich wissen lassen wollen? Ich bin kein Bote. Ich habe nichts zu berichten. Der Hauptmann meint, ich könnte helfen. Ah, du bist das. Der Held von Tallenberg. Ah, welch schöner Titel. Wenn du Erfolg hast, wirst du belohnt. Wenn nicht, werde ich keine Träne vergießen. Wir wissen von einem ihrer Lager. Es befindet sich auf einem Hügel bei Skalitz, nahe den Minen. Ich sehe mir das an. Auf bald. Ah, okay. Ja, Herr Robert hatte nämlich davon gesprochen, es gibt Probleme mit Briganten bei Sasau und Skalitz. Und ich dachte, das wären nochmal getrennte Problemfelder. Aber scheinbar ist hier Sasau auch mit für Skalitz verantwortlich. Also man schickt uns jetzt auch schon Richtung Skalitz. Gucken wir mal auf die Karte. Wo müssen wir denn da hin? Skalitz, diese Richtung. Jetzt habe ich es natürlich nicht markiert, war klar. So, was haben wir hier? Was ist denn das? Aktivität? Genau, Briganten, töte den Anführer des Lagers. Ich kann nicht so viele, egal. Oh, da hinten, wo noch eine Wolke drüber ist, da sind wir noch gar nicht gewesen. Okay, interessant. Da also soll ein Brigantenlager sein. Selbst in der Gegend um Sasau streifen Plünderer umher und Herr Sebastian vom Berg braucht Beistand. Töte den Anführer des Lagers. Ja, das Übliche im Prinzip. Was habe ich denn alles markiert hier? Hauptquest, noch mehr Hauptquest. Ach so, das hier mit Johanka. Nee, das nehmen wir wieder weg. Das war, weil ich mit Johanka gesprochen habe. Ich wollte ja wissen, wie es Matthias ergangen ist in Merhojet, der jetzt mittlerweile mit nach Sasau gekommen ist und dem es leider noch nicht besonders gut geht. Da habe ich mit Johanka gesprochen. Und die hat mir dann schon von ihren Träumen erzählt. Und die Träume haben natürlich mit dem DLC das Los einer Frau zu tun, nämlich Johankas Geschichte, die man dort spielen kann. Und die möchte ich aber im Moment noch nicht spielen. Das war quasi der erste Schritt, dass sie uns von ihren Träumen erzählt. Und unsere Aufgabe ist es halt, mehr über ihre Träume herauszufinden. Das würde aber dann eben diese Geschichte auslösen quasi. Und das möchte ich im Moment noch nicht. Deswegen können wir das schon mal wieder zurücknehmen, die Markierung. Ja, ansonsten holen wir Vorräte. Achso, genau, und das ist die übergeordnete Pribislawitz-Aufgabe, also die langfristigen Ziele beim Aufbau des Dorfs quasi. Gut, dann nehme ich jetzt einfach mal, oder nehme ich die mit rein. Na, schadet ja nicht zu wissen, wo die sind. So, okay, dann haben wir das. Dann waren die nächsten, glaube ich, außerhalb von Sasau am Fluss waren nochmal irgendwelche Köhler an der Sasau. Außerhalb der Stadt Sasau, aber am Fluss Sasau.
Da gibt es noch ein Köhlerlager, und zwar auf der anderen Flussseite, wo ich gar nicht wusste, dass die Karte bis dahin geht, quasi. Ich dachte eigentlich spätestens, da sei die Grenze am Ufer auf dieser Seite. Diesseitig der Sasau wäre das spielbare Gebiet zu Ende, aber scheinbar kann man noch auf die andere Seite und dort zu einem Köhlerlager, das wir noch nicht kennen. Da fragen wir jetzt auch nochmal nach der Kohle. Ich gehe aber davon aus, dass wir den besten Preis bei Rotschopfs Freunden bekommen. Was ist hier? Was ist denn da an dem Baum? Oh, jetzt habe ich fast meinen Hund auf den Typen gehetzt. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur einmal kurz gedrückt. Ah, hier ist ein Karren. Ein Unfallort. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwas gesehen. Achso, das ist Kamille, die hier liegt. Aber sonst liegt hier, glaube ich, nichts... Nichts äußerst Spannendes. Schade. Hätte ja sein können. Huch, war hier was? Achso, nee, das war nur... Yogi war das wieder. Tja, diese Unfallorte sind immer so ein bisschen mysteriös. Also, dass die nochmal extra eine Markierung haben, als wäre das wirklich was Spannendes. Das ist jetzt einfach ein... Ja, ein Wagen, bei dem hier scheinbar das Rad gebrochen ist oder so. Und der hier am Rand liegt... Ich weiß nicht, also ich glaube, in anderen Spielen wäre das einfach nur, das wäre halt da. Man kann es sehen, man kann es sich angucken, aber es wäre nicht eine extra Markierung wert, quasi. Ich habe mich gerade gefragt, warum hier der Zaun so... Vielleicht ist der Wagen auch dagegen geknallt. Warum der Zaun so merkwürdig gestückelt ist. So, ich glaube, wir müssen da lang. Das scheint mir mehr Richtung Fluss zu gehen. Wir müssen quasi an der Stelle vorbei, wo wir damals den Händler gefunden haben, glaube ich. Genau. Interessanter Ort. Oh, hier ist auch nochmal ein interessanter Ort. Das da, die Hütte? Oder was genau ist hier der interessante Ort? Man weiß das nie so genau, weil die interessanten Orte eben manchmal gar nicht so sehr interessant sind, wie sie gerne wären, habe ich das Gefühl. Wir schauen mal gerade, was das hier für eine Hütte ist. Aber bin ich hier nicht schon mal... Ich bin doch hier schon mal vorbeigekommen, oder? Vielleicht war auch was anderes der interessante Ort. Hast du was gefunden, Yogi? Zeig mir mal, was hier so interessant ist. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Ach doch, das da. Ach, hier, so ein, hier ist wieder so ein Steinchenhaufen. Das hier ist gemeint. Ja, davon haben wir ja schon mehrere gefunden. So Formationen aus gestapelten Steinen. Aus welchem Grund auch immer die angelegt wurden. Das finde ich tatsächlich interessant. Ich kann halt nur nichts damit anfangen. Also es ist interessant anzusehen. Aber es ist nicht so, dass da irgendwas liegen würde, was ich finden kann oder so, glaube ich. Aber okay, das finde ich tatsächlich interessant. Wenn es jetzt noch eine Erklärung dazu gäbe... Was das zu bedeuten hat, fände ich das noch viel cooler. Aber okay, das lasse ich mal als interessant durchgehen. So, und jetzt kommen wir nämlich hier unten. Genau über den Weg sind wir, glaube ich, damals auch runter. Und dann müssten wir an der Stelle vorbeikommen, wo der Händler... wie hieß denn der? Fitzek oder so? Der hieß, glaube ich, so ähnlich wie der Autor. Hatte ich auch damals noch erzählt. Genau, da ist nämlich der Wagen. Der wurde ja hier überfallen. Der Typ mit dem... Ja, mit dem Stein. Genau, hier ist noch die Blutspur. Der von den Banditen erwischt wurde. Mit dem Moldavit. Genau, so hieß das Ding. Mit dem Moldavit für das Diadem von Lady Stephanie. Was haben wir hier? Herrin Stephanie. Einfach nur ein Baumstamm. So, ich hoffe, dass da vorne ein Weg ist, der über den Fluss führt. Das sieht vielversprechend aus. Ach, guck mal, hier haben wir noch unterwegs ein Wegkreuz, ein Bildstock. Ah, hier sind wir noch nicht gewesen. Was ist da vorne? Da war doch gerade auch was zwischen den Bäumen. Oh, ein kleines Lager. Das sieht zwar mehr oder weniger harmlos aus, aber wir gucken mal rein. Ja, sieht auch verlassen aus. Deswegen macht es so einen harmlosen Eindruck. Okay, ich glaube, hier ist auch nichts Spannendes zu finden.
Ist aber eine schöne Stelle. So zum Lagern. Kann man hier die Pferde anbinden. Was zu fressen und zu trinken geben. Was liegt da vorne auf dem Stein? Hier liegen irgendwelche Klamotten. Badet hier irgendjemand gerade nackt in der Gegend? Auf jeden Fall liegen hier Klamotten. Ich hoffe, da ist niemand zum Baden in den Fluss gegangen und dann ertrunken oder so. Na gut. So, da drüben scheint mir das Lager zu sein. Das Köhlerlager. Die kennen uns noch nicht. Wir kennen die noch nicht. Die haben wahrscheinlich noch nie von uns gehört. Also weiß ich nicht, inwiefern wir da einen guten Preis bekommen sollten. Aber man kann ja mal hingehen und mal nachfragen. Vielleicht sind die auch total verzweifelt, weil sie so weit ab sind vom Schuss. Was haben wir hier? Oh, ein Grab. Ein Sühnekreuz. Ich halte das immer für ein Grab. Sieht aus wie ein Grabstein. Ach nein, ich wollte das lesen. Ja, du bist trotzdem ein guter Hund. Feiner Hund. Feiner Hund. Feiner Hund. So ist's echt. Verarsch mich nicht, gib mir die Wurst. Ich weiß genau, dass du noch eine Wurst im Inventar hast. So, lass mich das mal lesen hier. Fatschi. Welch erquickend kurzer Name. So, hocken hier böse Buben im Busch? Ich glaube nicht. Dann erreichen wir mal eben das Lager. Bis wohin geht denn hier der? Lass mich nochmal gerade auf die Karte schauen. Bis wohin geht das denn hier noch? Ach, guck mal, jetzt haben wir noch ein paar Wölkchen zur Seite geschoben. Aber ich denke nicht, dass man sehr weit noch hier in den Wald rein kann, ehrlich gesagt. Ja, aber man kann tatsächlich hier noch. Hier sind noch Wege. Über den Weg können wir also nach da oben zu dem Banditenlager hier auch. Ah, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte halt, dass es hier irgendwie schon endet und dann, ja gut, wo jetzt hier der Fluss nochmal so ein bisschen die Biegung macht oder so. Klar, und wo hier Wege eingezeichnet sind. Also das hätte ich mir noch vorstellen können, dass man da wieder hinkommt. Aber okay. Freut mich ja, wenn das größer ist als erwartet. Das bespielbare Gebiet. So, du bist derjenige, mit dem ich reden soll, scheint mir. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Steht noch Kohle zum Verkauf? Wir haben wohl noch welche. Ich bin noch interessiert. Und wie bringst du sie ins Dorf? Ein Händler kümmert sich um den Transport. Nun, solange er kommen kann und herfindet, was hältst du von diesem Preis? 220? Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar der teuerste Preis. Oder ich weiß es gar nicht, wie die anderen waren mit Kohle, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das dürfte immer noch bei den Leuten von Rotschopf da im Wald, ist wahrscheinlich immer noch das Niedrigste. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was Teureres als 220 schon hatte. Oder vielleicht bei den anderen unten in der Nähe von Neuhof. Also zwischen Ratei und Neuhof. Bei denen war es eventuell auch so teuer. Ach, das ist zu viel. Dann versuch's woanders. Ja, mach ich. Lebe wohl. Okay. Ich habe übrigens überlegt, weil wir eben bei dem Metzger waren, quasi. Ich habe in der alten Folge nochmal reingeschaut, als ich durch das Buch geblättert habe. Und ich habe jetzt die Steine ja schon geholt, tatsächlich. Etwas voreilig, oder noch nicht mal voreilig. Hier ist ein interessanter Ort, das habe ich gesehen. Alles neben steht da. Retterschnaps sogar. Schön. Den nehmen wir dann mal mit. Komme ich hier über den Fluss oder muss ich wieder zurück, weil ich nicht schwimmen kann? Na, das geht sogar. Der ist einigermaßen seicht, oder? Ja, das geht. Okay, jetzt müssen wir nämlich noch nach Samopesh und nochmal nach Getreide fragen. Naja, auf jeden Fall habe ich überlegt, ich muss jetzt als nächstes am besten ein Gebäude bauen, für das ich Stein brauche. Und das halt irgendwie Gewinne erwirtschaftet. Das wäre halt entweder die Taverne, also die Schenke oder der Schmied. Und für das eine brauche ich halt noch Getreide. Beziehungsweise für den Schmied brauche ich sogar, glaube ich, nur Kohle. Für den hätte ich noch nicht mal den Stein gebraucht. Aber weil ich den Stein jetzt schon habe, habe ich mir gedacht, dass ich noch Getreide erstmal dazu hole und dann erstmal die Schenke baue. Das war so meine Überlegung. Und wenn ich die Schenke baue,
und dann deshalb schon Getreide habe, das Getreide brauche ich ja auch für den Bäcker, dann, keine Ahnung, kann ich ja von der Entscheidung, es gibt ja nur die Entscheidung, entweder den Bäcker oder den Metzger zu bauen. Und wenn ich das Getreide halt schon habe, das ich für den Bäcker auch bräuchte, dann kann ich ja auch den Bäcker bauen. Dann brauche ich das Vieh nämlich eigentlich gar nicht. Also das für den Metzger bräuchte ich halt das Vieh. Wenn ich mich aber für den Bäcker entscheide, dann brauche ich das Vieh überhaupt nicht. Und dann wäre es jetzt dumm, irgendwo Vieh zu kaufen, das ich letztlich überhaupt nicht brauche, wenn ich es nicht noch für irgendwas anderes benötige. Aber glaube ich fast nicht. Deshalb muss ich mich da mal zurückhalten, hier schon irgendwelche Dinge zu holen. So, aber ich glaube, die Schenke und die Schmiede kann man ja beides bauen, so oder so. Das heißt, wir werden definitiv irgendwie irgendwann halt Stein, Getreide und Kohle brauchen. Und das sind auch so die Gebäude, die mit am meisten erwirtschaften, glaube ich. Jetzt zu Anfang vor allem erstmal. Und deshalb war das so meine Idee, mich jetzt darum zu kümmern, noch Getreide und Kohle zu bekommen und das mit dem Vieh erstmal sein zu lassen. Und deshalb reiten wir jetzt noch schnell nach Samopesh, fragen da nach dem Getreidepreis, obwohl ich den von Sasau nicht mehr im Kopf habe. Aber ich meine, wie gesagt, dass bisher der in Sasau der geringste war. Und dann werden wir noch irgendwo Getreide mitnehmen, also wahrscheinlich von Samopesh aus nochmal zurückreiten nach Sasau, um Getreide zu holen oder so. Und dann geht es erstmal wieder zurück ins Dorf, um zu gucken, ob wir... Ich muss mal gucken, wie viel Geld ich dabei habe. Das muss man gerade schauen. Wie viel Geld besitze ich denn im Moment? 14.000. Das ist leider nämlich nicht genug im Moment, um beide Gebäude schon zu bauen. Also Taverne oder Schenke und Schmiede. Die kosten nämlich, glaube ich, jeweils 8.000 zum Errichten. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das heißt, ich kann noch nicht direkt beides bauen. Vielleicht sollte ich dann auch erstmal nur das Getreide holen und erstmal die Schenke in Angriff nehmen. Das wäre eine Idee. Und dann sollte ich mal ein bisschen Zeug verkaufen vielleicht. Also ich habe eigentlich noch unheimlich viel, ja, was heißt unheimlich viel, aber ich habe schon noch ein paar Sachen in der Truhe liegen von irgendwelchen Gegnern, von irgendwelchen Kumanen und Banditen und was man nicht alles unterwegs so hatte. Wo ich halt noch nicht dazu gekommen bin, das mal auszubeulen und zu verkaufen oder überhaupt nur zu verkaufen. Ja. Wen haben wir hier? Wanderer? Wanderer, ist auch besser für dich. Und wenn ich dann nochmal ein bisschen Zeug verkauft habe, habe ich hoffentlich wieder ein bisschen mehr Geld. Und dann können wir vielleicht weiter bauen. Bis wir nicht mehr ganz so sehr in den Miesen stehen, vielleicht. Das wäre so ein Wunsch. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wer hier zuständig ist, um mit uns zu verhandeln. Wer kann mit uns über Getreide sprechen? Hallo, hier scheint mir das D zu sein. Da ist auf jeden Fall jemand, mit dem ich reden soll. Ach, Schlossknacken, nein! Wer ist denn da? Komm mal raus hier. Oh, das ist ja blöd. Ja, die Person ist hier in dem Haus drin. Und ich kann nicht rein. Ups, was war das denn? Oh, das Schwein hat mich angerempelt, glaube ich. Was ist das denn? Eine Frechheit. Ach, komm schon. Oh, wenn man klopfen könnte. Warum kann man nicht klopfen? Mal an der Tür klopfen, damit derjenige rauskommt. Oder ich muss seinen Hund ärgern, damit der bellt. Ja, bell mich mal an, damit dein Herrchen rauskommt. Oh, da ist er. Ach, das hat funktioniert. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Schauen wir mal. Hast du Getreide zu verkaufen? Brauchst du es für dich selbst? Es ist nicht für mich, sondern für die Leute in Pribislavitz. Sie müssen versorgt werden. Und was hat das Ganze mit dir zu tun? Herr Divisch hat mich beauftragt. Du sollst Getreide für ihn schleppen? Nein, er... Ach, ist doch auch egal. Verkaufst du etwas? Also von mir aus gerne. Ich kann etwas Getreide entbehren. Wie viel brauchst du denn? Ich brauche Futter für mindestens 10 kräftige Pferde und Weizen für den Bäcker. Er muss für das ganze Dorf backen. Respekt, du musst ein vertrauenswürdiger Fuhrmann sein, wenn der Lehnsherr dich damit beauftragt. Ja, das bin ich. Wie willst du es überhaupt transportieren?
Ich habe eine Übereinkunft mit einem Händler getroffen. Ich kann etwas Getreide erübrigen, aber das kostet dich was. 80. 80 klingt aber jetzt gar nicht so viel. Verdammt. Ach, jetzt müsste ich wissen, was das in Samopesh war. Was das in Sasau war. Verdammt, das war doch bestimmt nicht günstiger als 80, oder? Kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Mist. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, wenn ich jetzt hier einfach annehme, dann muss ich den Weg nicht nochmal zurückreiten und nicht nochmal in Sasau vorbei. Dann kann ich einfach direkt weiter nach Pribislavitz. Ich hab den Preis nicht mehr im Kopf, leider. Müsste ich jetzt nachgucken. Ach komm, wir nehmen das einfach. Ja, das ist ein vernünftiger Preis. Dann sind wir uns einig. Okay, wir nehmen jetzt einfach das Getreide hier aus Samopesh. Und dann können wir einfach schon wieder weiterreiten. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen neugierig, was die Briganten angeht. Lass mich nochmal auf die Karte gucken. Wir haben ja gerade nicht so unheimlich viel zu tun. Also schon so ein paar Sachen, aber das liegt natürlich jetzt... Das wäre schon ein Umweg, ne? Ja, ist schon doof. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade keine Lust, komplett den Weg bis hier oben selber zu reiten. Ich glaube, da werde ich mal wieder faul sein und eine kleine Schnellreise machen. So, ich meine, hier wäre die günstigste Kohle zu holen gewesen. Die Markierung kann ich mal wegpacken. Na, wir reisen mal zurück nach Pribislavitz und dann schaue ich mal, dass ich vielleicht die Schenke schon mal baue oder irgendwas ähnliches und dann sehen wir weiter. Ach, was, ein Hindernis. Ein Hindernis blockiert den Weg. Doch glücklicherweise hast du es rechtzeitig gesehen. Möglicherweise ein Unfall. Das ist doch wieder, ein Hinterhalt wahrscheinlich. Umgekippter Baum oder so. Ja, war doch klar. Natürlich. Ich lasse das Pferd mal hier stehen. Es hat jetzt auch nicht gespeichert oder so, aber wir haben auch noch nicht so unheimlich viel gemacht, glaube ich. Ach, guck mal, ich habe doch eben Reiterschnaps gefunden. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt wieder zu sterben und gleich wieder von vorne anzufangen. Wir nehmen mal einen Reiterschnaps. So, ich bin da ja nicht mehr so zimperlich, was das angeht. Und dann lassen wir uns mal auf diesen Hinterhalt hier ein. Mal sehen, wer da im Busch hockt. Na Jungs, Kuman sind's. Da kommt mal mit auf den. Kommt mal mit auf den Weg hier. Ach, guck mal, hier war auch schon einer. Na? Fass, Yogi, fass! Mir fällt gerade ein, dass ich meinen Helm anziehen sollte. Das wollte ich mir eigentlich mal angewöhnen, wenn ich die Städte verlasse, zumindest. Dass ich in der Wildnis nicht so ohne Kopfschutz rumrenne. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, auch jetzt wieder. Oh, wie gut, dass ich den Retterschnaps genommen habe. Ja, war gar keine schlechte Entscheidung. Yogi, hilf mir! Wo ist der andere? Da. Na, pass auf mein Pferd auf! Okay, ich bin sowieso ziemlich am Arsch. Ich will gar nicht mehr gewinnen. Da muss ich mich nämlich um die ganzen Wunden kümmern. Oh, mein Hund! Lass meinen Hund in Ruhe! Verdammter Kumane! Mist. Jetzt habe ich es doch geschafft. Aber ich bin so verletzt. Nein. Jetzt muss ich hier auch noch Zeug nehmen, um mich wieder fit zu machen. Na, tun wir mal die Ringelblumen und Verbände müssten wir auch noch ein paar haben. Hier, der ist schon. So. Haben wir alles? Ja. Oh, Hund. Komm mal her, Köter.
Yogi, warum redest du nicht mit mir? Weil ich das Schwert in der Hand habe? Oder? Na, nicht die Fackel. Ich wollte das Schwert wegpacken. Oh, Yogi. Ein guter Hund bist du. Ja, du hast tapfer gekämpft. So ist's echt. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Hat gerade eben erst eine komplette Räucherwurst bekommen. Bekommt jetzt noch eine Salami hinterher. Das wird ein dickes Hündchen. So. Okay, und wir gucken uns mal an, was wir hier einsammeln können. Dietriche zum Beispiel. So, einmal sortieren nach... Ja, habe ich mir schon gedacht. Das besonders teure Sachen haben die wieder nicht dabei. Aber ein paar Groschen nehme ich gerne mit. Am besten würde ich natürlich alles mitnehmen und verkaufen, aber dann ist man wieder so schnell überlastet und schleppt sich nur so rum. Jagdpfeile. Ich habe eigentlich unheimlich viele Pfeile. Na komm. Brezel. So, auf was für einer Waffe liegst du da? Kumanische Axt. Packen wir auch mal ein. Da ist noch eine. Hattest du hier keine Waffe? Du musst doch auch irgendwas dabei gehabt haben, oder? Ach, hier. Das kann ich, glaube ich, sowieso nicht nehmen. So, was haben wir hier? Die Säbel sind, glaube ich... Der Holzschild könnte was wert sein. Weiß ich nicht mehr. Die Säbel sind, glaube ich, nicht so doll. Den kann ich sowieso gerade nicht. Gewöhnlicher Säbel. Nee, der ist nicht so gut. Wenn ich mich da recht erinnere. So, gib mir das mal und das. Ein Dolch haben wir selber. Der ist auch nicht so besonders wertvoll. Speck! Oh, guck mal, wieder was für den Hund. Sehr gut. So, und ich bin schon überlastet. War ja klar. So, das noch und das noch und... Ja, nee. Das will ich nicht auch noch mitschleppen. Räucherwurst. Sehr gut. Noch ein paar Pfeile. Eine Karotte, wenn es sein muss. Und der kumanische Bogen. Ja, komm. Den packen wir auch noch schnell ein. Okay. Den Rest lassen wir hier so liegen. Für die Krähen. So, jetzt muss ich mir nur merken, dass ich schon angeschlagen bin. Nicht, dass ich mich auf der Reise jetzt mit noch allzu vielen Leuten anlege. Hierhin. Oh, guck mal hier. Hier ist wieder, ja, bis wir da sind, ist das wieder vorbei. Aber ich möchte Richter spielen. Ach, ich kann nicht. Ich weiß. Erstmal wieder Inventar. So, jetzt aber auch noch schnell meine Sachen ein bisschen ausgebeult. Dass meine Rüstung ein bisschen instand gesetzt ist. Und weiter geht's. Nein, da ist wieder was. Eine Falle. Nein. Ich bin ja schon angeschlagen und überlastet. Ach, schon wieder was. Ein Hindernis blockiert den Weg. Nein. Oh nein, Misserfolg. Das ist noch nie passiert. Das ist noch nie passiert. Das war das erste Mal, dass ich einen Misserfolg hatte dabei. Jetzt bräuchte ich Retterschnaps. Das Gute ist, dass ich nicht sofort im Kampf bin. Okay, da vorne ist das Hindernis. Liegt ein Baum quer. Das heißt, hier hocken wieder irgendwelche Leute im Busch und treiben böse Dinge. Da werde ich wohl noch einen Retterschnaps nehmen müssen. Besser ist das. Lieber ein bisschen mehr Retterschnaps investieren, als wieder von vorne beginnen zu müssen. Okay. Aber wir sind auch gar nicht mehr angeschlagen. Die Reise war sehr heilsam für uns. So, Leute, wo seid ihr? Na? Ja, war wieder dumm. Ich wollte eigentlich springen. Man hat's gemerkt. Aber der Typ kommt eh aus der anderen Richtung. Oh, mein Helm, mein Helm, mein Helm! Ich hätte einen Helm anziehen sollen. Geht das noch? Nein, natürlich nicht. Im Kampf geht das nicht mehr. Das nennt... Ey, schubst mich nicht. Ist das nur einer? Ich habe noch keinen anderen gesehen, aber... Es kann doch nicht nur einer sein. Wo ist der Rest?
Kommt da noch was? Es war doch niemals nur einer, ein Bandit. Okay, aber jetzt kann ich schnell Kopfschutz anziehen. So, falls da noch mehr sind. Na, erstmal das Schwert wieder weg, dann kann ich auch was sehen. So, das da kann ich wahrscheinlich eh nicht mitnehmen. Dann schauen wir uns mal an, was er sonst hat. Oh, das ist doch was wert. Und das auch. Und das, und das, und das, und das, und das, und das. Und das ist überhaupt kein Vergleich zu den Kumanen hier. Was der an Zeug dabei hat, an Ausrüstung. Ist echt krass. So. Wieder gnadenlos überlastet. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob hier noch mehr von denen im Busch hocken. Hallo? Ich kann nicht springen. Ja. Aber hier scheinen nicht mehr zu sein. Das war nur einer? So ein Einzelgänger? Sehr unwahrscheinlich. Na, erstmal wieder was ins Pferd packen. So. Jetzt hüpfe ich nochmal hier hoch. Und mal gucken, nicht, dass hier doch noch irgendwo wer hockt, der mich dann unvorbereitet trifft. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Das war einer alleine. Äußerst ungewöhnlich. Aber okay, ich nehme das mal so hin. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit es noch ist. Wahrscheinlich können wir den Rest des Weges... Huch, ah, da ist das Pferd. Können wir wahrscheinlich den Rest des Weges auch so reiten. Nicht, dass ich eine Orientierung hätte hier im Wald und wüsste, wo wir sind und wo wir hin müssen. Aber im Moment gibt es auch noch keine Abzweigung. Von daher werde ich erstmal dem Weg hier folgen müssen. So, mal sehen, ob da noch was kommt. Ja gut, aber wenn das jetzt ein... Also es war mit Bandit wieder benannt. Aber wenn das einer der Briganten war, wenn also die Briganten einfach diese mega ausgerüsteten und gepolsterten Banditen sind... Ich glaube, der Weg, oder? Ich muss mal auf die Karte schauen. Ja, der Weg. Dann würde das ja... Dann wäre das eigentlich ziemlich gut für uns, diese Lager uns vorzunehmen. Wobei natürlich fraglich ist, ob wir das schaffen. Aber das würde dann natürlich viel wertvolle Beute bedeuten. Und das würde Geld bedeuten. Und dann könnten wir den Ort hier besser aufbauen. So, da sehen wir schon die ersten Häuser durch die Bäume. Hallo, Pribislavitz. Unsere schöne Brücke, unser Händler. So, im Moment könnte ich tatsächlich noch richten, sehe ich gerade. Aber ich würde erstmal zum schlauen Buch reiten wollen. Das scheint wohl eine Frage der Uhrzeit zu sein. Also ich habe das beim letzten Mal insofern verpasst, als dass es einfach zu spät war. Das heißt, wahrscheinlich gibt's die gleichen Fälle zu richten immer noch jetzt. Und es war einfach nur zu spät dafür an dem Tag. Das beruhigt mich und das heißt, ich habe da jetzt nicht so die Rieseneile, das zu machen. Das kann man halt auch später dann immer noch machen. So. Essen aus dem Topf gibt 25, habe ich mir gemerkt. So, jetzt schauen wir erstmal in unser schlaues Buch. So, warum sieht das so merkwürdig aus? Ist es nass geworden? Tatsächlich? So, Zusammenfassung, minus 300. Waren wir schon bei minus 300? Zusammenfassung, minus 300. Ich dachte, wir wären erst bei 200 noch was gewesen. So, Groschen. Oh, wir haben tatsächlich noch 1320 Groschen in der Kiste. Das ist gut. Dorfeinkünfte gibt's noch nicht. So, Stein und Getreide haben wir nämlich jetzt. Jetzt muss ich mich gucken, ob wir
damit dann sinnvollerweise die Schenke bauen sollten. Und was uns das bringt. Achso, warte mal, gerade die Schmiede. Genau, dafür bräuchten wir Kohle. Aber auch nur Kohle, tatsächlich. Ich dachte, das wäre auch, da hätten wir auch Stein gebraucht. Wäre aber nicht so. Und die würde 500 bringen. Und die Schenke... Hier, die Schenke bringt auch erstmal 500. Das ist doch cool. Das würde doch... Das sollte doch bedeuten... Warum haben wir Würfelspiele? Warum ist da schon ein Haken an Würfelspiele dran? Achso, weil das einfach nur Geld kostet. Achso, wir haben 1000 Groschen. Okay, ja, ich verstehe. Wir könnten das holen, weil wir 1000 Groschen haben. Das würde doch bedeuten, ich müsste jetzt eigentlich nur die Schenke bauen. Und dann wäre ich doch schon wieder im Plus, oder? Also bei dem täglichen... Wenn ich im Moment bei minus 300 bin und die aber 500 generiert, oder generiert sie das nicht täglich? Das weiß ich natürlich nicht. Aber dann wäre ich doch schon, dann wäre ich doch in dem Fall doch schon wieder im Plus, oder? Dann müsste ich einfach nur warten, bis ich genug Geld angesammelt hat, um das nächste zu bauen. Oder so. Dann wäre das alles gar nicht so dramatisch. Aber ich wittere einen Haken. Naja, der erste Haken ist, dass ich 8000 in der Truhe haben muss, um das überhaupt zu bauen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder was reinlegen. Hier, Inventar. Stocken wir das mal ein bisschen auf. Groschen verschieben. Was? Ja, jetzt regt er sich wieder auf. Das ist so furchtbar. Dass der die ganze Zeit so ein Terz macht im Hintergrund, wenn ich an die Truhe rangehe. Die übrigens gerade so aussieht durch diesen Spalt, als hätte sie keinen Boden. Ich glaube, ich gucke da einfach auf den Sand drauf, auf dem sie steht. So, was packen wir denn rein? Genau die 8000, die wir brauchen? Ich meine, es waren ja noch 1000 drin. Ja, komm, hier. Ich will jetzt nicht genau auf den Groschen genau. So. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal die Schenke und gucken, was passiert. So, hatte ich hier... Warum kann ich eigentlich das Lesezeichen... Wo ist das Lesezeichen drauf? Auf dem Geschäft. Warum eigentlich? Kann ich das setzen auf irgendwas anderes? Egal, die Schenke ist auf der nächsten Seite. So, in der Schenke herrscht stets reges Treiben. Kein Wunder, denn was gibt es Besseres, als sich abends nach getaner Arbeit mit seinen Freunden bei einem Humpenbier zu entspannen? Ja, cool. Preis 8000. Stein haben wir, Getreide haben wir. Ich würde sagen, wir bauen das Ding. Es gibt viel zu tun. Juhu, auf geht's. Lauf, Lokator. Zeig mir, wo die Schenke hinkommt. Das weiß ich selber eigentlich schon. Da waren ja die tollen Fundamente schon. Der Keller. Ach nee, es waren Brunnen, ne? Naja, aber die Schenke sollte, glaube ich, hier drüben irgendwo hin dann. Wo ist er? Ist er mir vorbei? Nee. Ach, da kommt er. Nicht von der schnellsten Sorte. Deshalb ist er ja auch unterbezahlt. Deshalb bezahle ich ihm nicht so viel, weil er ja nicht so schnell ist, wie er gerne würde. Wie er gerne tut. So, komm, hier. Da, Schenke, vielleicht? Ja, auf jeden Fall bleibt er hier stehen. Fertig? Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Ja, jetzt habe ich nämlich wieder den blöden Helm an im Dialog. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Deswegen ziehe ich den normalerweise nicht an. Habe ich nämlich jetzt wieder vergessen, ihn auszuziehen. Okay, fang an. Mach. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Dann wollen wir mal. Yay, Stimmung! Ein bisschen Musik wäre nicht schlecht. Kann ich eine Band engagieren, vielleicht? Oh, das ist aber groß. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Warte mal. So, jetzt schauen wir es uns an. Ich habe nicht erwartet, dass der komplette Bereich hier die Schenke wird. Also ich dachte, das wäre halt irgendwie so ein Gebäude mit ein paar Tischen davor oder so.
Denn normalerweise sind ja, also die Schenken, die in den Städten sind oder in den Orten, sind ja eigentlich eher klein. Das hier ist ja schon wie eine freistehende Schenke, die alleine für sich irgendwo draußen in der Wildnis steht. Das ist ja richtig riesig hier. Krass. Ah, hier war vorher... Na, guck mal hier. Okay, hier war vorher, stand dieser Topf und so weiter. Und irgendwo war doch, war das nicht hier in der Ecke, war ja da nicht ein Brunnen? Hieß es dann nicht, das ist eigentlich ein Brunnen? So, muss ich oder kann ich jetzt hier auch ein Bett mieten? Schlafen und speichern steht hier, aber ich glaube, ich darf das nicht einfach so machen. Da wären die, glaube ich, nicht so begeistert. Ich nehme an, das ist eher für den Wirt und seine Frau oder so. Hier ist auf jeden Fall der Wirt. Wir sprechen mal mit ihm. Schön, dich zu sehen. Okay, ich kann mit ihm handeln. Normal. Sonst hat er nichts zu sagen. Und ich kann nicht mit ihm handeln, weil... Bug. Super. Das finde ich wieder ganz toll. Ich kann sehen, was er hat, aber ich könnte es nicht kaufen. Beziehungsweise ich kann es ins Inventar packen, aber ich kann den Kauf nicht abschließen. Weil, wie man auf der rechten Seite sehen kann, Bug. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Das ist richtig nervig. Aber ich kann ihn auch gar nicht nach einem Bett fragen oder so. Das heißt, hier in dieser Schenke kann ich gar kein Bett anmieten, wie es aussieht. Aber wird wahrscheinlich auch nicht nötig sein, denn ich denke mal, wenn ich das Rathaus weiter ausbaue, dass ich dann dort ein Bett bekomme. Dorfbewohner. Ja, ist aber schön, ne? Hübsches Häuschen. Und ich darf hier überall rein. Hier gibt es keinen privaten Bereich. Für mich nicht. Ich bin der Vogt. Ich darf hier überall hin. Ich gehe nicht davon aus, dass der Vogt das prinzipiell darf. Aber ich darf hier überall lang gehen. Hallo, Shankmaid. Guten Abend. Ja, schön. Cool. Und jetzt muss ich mal ins Buch schauen, ob das jetzt tatsächlich, ob uns das schon ins Plus gebracht hat. Das wäre ja einfach gewesen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Da muss ich mich ja nur noch zurücklehnen und gucken, wie das Geld fließt. Naja, bei 200 am Tag kommt nicht viel zusammen. Und bei den Kosten, die wir hier noch so haben werden. Aber trotzdem, das würde auf jeden Fall schon mal bedeuten, dass wir nicht mehr jeden Tag Ausgaben haben. Schauen wir uns mal die Zusammenfassung an. Ja, tatsächlich, 200. Krass. Die Schenke bringt einfach mal 500 am Tag, gleicht somit die 300 Miesen aus und es bleiben noch 200 übrig. Sehr cool. Finde ich gut. Dann können wir mal schauen, was wir für die Schenke noch jetzt machen können. Also, wir hätten sogar noch genug Groschen gerade in der Truhe, um die Würfelspiele zu kaufen. Obwohl, ich weiß nicht, ob das... Nee, das geht wahrscheinlich nur in der richtigen Reihenfolge, ne? Erst die Brauerei, dann die Würfelspiele. Ich weiß es nicht. Ach nee, ich kann Verbesserung 2 hinzufügen, steht da. Also die Verbesserung 2 wären Würfelspiele. Und das würde mir was bringen? 200 am Tag nochmal. Also ich investiere jetzt 1000 und die Würfelspiele bringen aber dann 200 am Tag. Das heißt, in 5 Tagen habe ich das schon wieder raus. Ja, nicht schlecht. Und ich könnte Würfelspiele machen, wahrscheinlich. Nehme ich an. So, und die Brauerei, dafür brauchen wir auch nur Groschen. Das hat keine anderen Voraussetzungen. Nicht schlecht. Ansonsten gibt es noch das Fleischbankett. Dafür brauchen wir wahrscheinlich, gehe ich von aus, den Metzger. Das würde nochmal 70 bringen. Oder die köstlichen Backwaren. Das schließt sich gegenseitig aus. Also wir können nur eins von beidem bekommen, weil wir nämlich entweder den Metzger oder den Bäcker bauen. Und in dem Fall wäre der Metzger besser, weil er also zumindest für die Schenke mehr bringt. Da bringt er halt 70 am Tag, während die Backwaren nur 50 am Tag bringen. Aber man kann ja noch gucken, was die Bäckerei und die Metzgerei ansonsten für andere Gewerbe noch bedeuten würden. Honigwein würde 100 am Tag bringen, dafür bräuchten wir die Bienenstöcke, für die wir, glaube ich, auch alles haben, was wir brauchen. Ich glaube, das war auch nur, dass man Geld braucht dafür. Die machten nur bis jetzt noch keinen Sinn, weil wir noch niemanden hatten, der den Honig gebrauchen kann. Ich nehme mal an, dass neben der Schenke auch der Bäcker den Honig gebrauchen kann. Also es spricht für mich immer ein bisschen was für den Bäcker, den zu bauen, weil wir dann eben auch das Vieh nicht holen müssen. Wobei halt, wie gesagt, hier jetzt in dem Fall der Fleischer
oder der Metzger mehr Ertrag bringen würde für die Verbesserung, also bei der Verbesserung für die Schenke. Okay, aber so weit sind wir sowieso noch nicht. Das können wir uns eh noch überlegen. Und ansonsten haben wir durstige Waffenknechte. Okay, das bedeutet wahrscheinlich, die bekommt man dazu, wenn man nicht die Stallung, sondern die Waffenkammer baut. Gehe ich mal von aus. Dann bedeutet das nochmal 150 Ertrag mehr in der Schenke am Tag, weil es dann durstige Waffenknechte gibt. Witzig. So, also die Würfelspiele könnten wir schon mal dazu nehmen. Was haben wir denn noch? Genau, hier sind die Bienenstöcke für 1500 Groschen. Dafür brauchten wir nur das Holzfällerlager. Okay, und wenn wir die aber holen, dann bedeutet das 60 Groschen Verlust am Tag. Also dann gehen wieder 60 runter. Dafür haben wir aber dann Honig für die Schenke, was ein Plus von 100 ist. Dann haben wir aber letztlich nur ein Plus von 40 quasi dadurch. Nochmal gucken, ob das übereinstimmt. Honig, ja. Honigwein 100. Tja. Okay. Dann sind die aber gar nicht so besonders toll im Moment. Also die lohnen sich dann wahrscheinlich eher erst, wenn man auch den Bäcker hat. Weil dann kommen nochmal 80 dazu. Also im Moment würde man hiermit einen Plus von 40 machen, halt. Und bei einem Preis von 1500 braucht das eine Weile, bis sich das gelohnt hat, quasi. Wenn man aber auch den Bäcker hat, dann ist es besser, als wenn man halt nur die Schenke hat. Okay, hier sind nur noch die Arbeiterunterkünfte. Schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Das Wachhaus. Und die Stallungen muss ich mir entscheiden. Fleischerei und Bäckerei muss ich mich auch entscheiden. Und ansonsten haben wir schon nur noch die Schmiede, wo wir Kohle brauchen. Ja, und dann gibt es halt hier die Ausbauten für die Kirche. Da müssen wir sogar erstmal Kirchenreparaturen vornehmen, bevor wir die Kirche bauen können oder renovieren können. Die wichtigen Reparaturarbeiten. 11.000! Oh mein Gott! 11.000, ja, das wird warten. Das wird definitiv warten. Krass. Und dann bringt die auch noch, also nicht nur, dass das Scheißding 11.000 kostet, die Reparatur, sondern dann hast du auch noch minus 150 am Tag. Krass. Boah, das ist ja richtig teuer, so eine Kirche zu unterhalten. Das muss ja echt nicht sein. Das lassen wir erstmal. So, ansonsten könnten wir das Rathaus ausbauen. Auch das gibt uns nur Miese. Das bringt nur Miese. Ich muss mich erstmal auf die Gebäude konzentrieren, die ein bisschen Gewinn bringen. Das heißt, entweder die Schenke weiter ausbauen oder die Schmiede noch dazu bauen. Okay. So, mittlerweile ist es natürlich schon zu spät zum Richten. Wieder. Und es wird auch zu spät sein, um mit meinem Händler zu sprechen und Dinge zu verkaufen. Das heißt, mir fällt gerade nichts besonders Cooles ein, was wir machen können. Außer halt irgendwelche Verbesserungen noch zu holen. Ich weiß nicht, die Würfelspiele vielleicht? Ist das eine sofortige Sache? Ich denke schon, ne? Ich muss ja nur so einen Würfeltisch da hinstellen. Dann könnten wir noch eine Runde Würfelspiele machen. Ich habe das Gefühl, heute ist nicht viel passiert. Wir sind nur wieder rumgelaufen für die blöden Vorräte, was wir schon seit mehreren Folgen gemacht haben. Komm, lass uns da nochmal hingehen und einen Blick drauf werfen. 1000 Groschen, wie gesagt, haben wir ja. Ja, komm, Verbesserung 2 hinzufügen. Machen wir einfach mal. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Ach, da muss der auch nochmal extra. Und jetzt pennt der, oder was? Muss der dafür auch nochmal extra dahin rennen? Ja, der pennt. Habe ich das jetzt gebaut oder nicht? Oder muss ich wirklich warten, bis der Typ... Ja, Schenke steht immer noch mit 500. Ah, das geht nicht sofort scheinbar. Okay. Das ist natürlich doof. Okay, dann lassen wir das erstmal
und warten, bis der Typ wieder wach ist. Beziehungsweise können auch selber eine Runde schlafen. Ach ja, wir haben ja hier ein Bett. Richtig, das ist ja unser Bett. Ist ja auch sogar so markiert im Kompass, sehe ich gerade. Das haben wir ja schon. Wir haben keine Truhe leider, weil ich nicht weiß, was das da hinten für eine sein soll. Das hier ist die Geldtruhe. Und das hier ist halt... Wobei, ich könnte wahrscheinlich... Irgendwie spricht nichts dagegen, hier Gegenstände reinzulegen, oder? Aber das bedeutet nicht, dass ich die auch an anderen Orten habe. Warte, ich lege hier mal so einen Apfel rein. Was passiert dann? Dann ist ein Apfel in der Truhe. Ja, das ist richtig. Okay. Alles klar. Das ist aber keine von den geteilten Truhen eben. Also ich sehe hier jetzt nicht das Zeug, das ich sonst in der Truhe drin liegen hätte. Also es ist im Prinzip eine normale Truhe. Nur, dass da halt jetzt das Geld für das Dorf drin ist. Ich habe halt keine von diesen geteilten Truhen hier. Ich weiß nicht, was das hier für eine sein soll. Warum die hier so prominent steht? Keine Ahnung. Na gut. Ich würde sagen, ich penne eine Runde und wir schauen in der nächsten Folge weiter, was wir als nächstes machen. Auch wenn heute nicht so besonders viel Spannendes passiert ist, bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.